Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute kommen wir wieder zu einem vermissten Fall, wieder ein Cold Case und wieder aus Finnland. Und zwar geht es um den vermissten Fall der Raisa Maria Reisenen. Ich hoffe, dass ich es halbwegs richtig ausgesprochen habe, zumindest den Nachnamen eben. Raisa wurde am 10. März 1983 in Tampere, Finnland geboren. Tampere ist eine Stadt in Finnland und ist das Provinzzentrum von Pirkanmaa. Es liegt an den Ufern der Seen Nesijärvi und Pyhäjärvi. Die Großstadt Tampere ist die bevölkerungsmäßig drittgrößte Gemeinde Finnlands und das zweitgrößte Stadtgebiet Finnlands und seinen Nachbargemeinden. Gemessen an der Einwohnerzahl ist es die größte Binnenstadt der nordischen Länder. Raisa hat noch eine ältere und eine jüngere Schwester. Im Jahr 1999 war Raisa 16 Jahre alt. Sie besuchte eine weiterführende Schule, war eine sehr gute Sportlerin. Und allgemein galt sie ebenso nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in den anderen Bereichen als gute Schülerin. Bei ihren Mitschülern und Freunden war sie sehr beliebt. Die 16-jährige Raisa verließ ihr Zuhause in der Lalendengkatu am Samstagabend, den 16. Oktober 1999, um den Abend mit ihren gleichaltrigen Freunden in Ruotula zu verbringen. Ruotula ist ein Stadtteil von Tampere und liegt etwa 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Kurz nach 21 Uhr fuhren die zwei Freundinnen mit dem Bus ins Zentrum von Tampere. Dort besuchen sie das Restaurant und die Bar Casablanca in der Hämeenkatu 18 in der Innenstadt von Tampere. Die Straße Hämeenkatu ist die Hauptstraße dort in Tampere, die etwa 1 Kilometer lang und 28,5 Meter breit ist. Die zwei Mädchen kamen dort gegen 21.30 Uhr an. Da Raisa erst 16 Jahre alt war, betrat sie das Restaurant und die Bar mit einem falschen Ausweis. Den hatte sie kurz zuvor von einer erwachsenen Bekannten geliehen. In Casablanca tranzte sie dann mit einem jungen, wehrpflichtigen Soldaten, der Urlaub hatte, aber bald wieder in die Kaserne zurück musste. Die Polizei hat den jungen, wehrpflichtigen Soldaten natürlich als Zeugen befragt. Raisa hatte Alkohol getrunken, aber nach Angaben ihrer Begleiter war sie nicht sehr betrunken, sondern eher nur ein bisschen angetrunken. Die Mädchen verließen das Casablanca gegen 22 Uhr, da ihre Freundin von Freunden abgeholt werden sollte. Raisa rief dann um 22.18 Uhr zum letzten Mal bei ihrem Freund an, der auf einer Hausparty in Pirkala war. Während des Anrufs sagte Raisa, dass sie auch nach Pirkala kommen könnte, wenn sie von jemandem mitgenommen würde. In den Ermittlungsakten steht, dass das Telefon schon um 22.18 Uhr ausgeschaltet gewesen wäre. Im Jahr 2016 wurde dies berichtigt und das Telefon war definitiv bis nach Mitternacht aktiv. Kurz vor 23 Uhr kam der Freund von Raisas Freundin, um diese abzuholen. Er kam vor dem Kaufhaus Sokos auf der Hämeenkatu an, wo die beiden Mädchen warteten. Das Kaufhaus Sokos in Tampere liegt im Herzen der Stadt, an der Ecke Hämeenkatu und Kuninkankatu. Mit 5 Verkaufsetagen ist das Sokos in Tampere Finnlands viertgrößtes Sokos-Kaufhaus, nach dem im Zentrum von Helsinki, Turku und Jyväskylä. Ihre Freundin, ihr Freund und seine zwei Begleiter wollten noch weiter nach Huitisten in eine Bar fahren. Dort wollten sie eine Bar namens Seria Huone besuchen. Huitinen ist eine finnische Stadt in der Provinz Satakunta. Wie schon erwähnt, waren neben ihrer Freundin noch 3 Jungs an Bord. Raisa fuhr nicht mit, weil das Auto nicht mehr Platz hatte. Raisa unterhielt sich noch eine Weile mit ihrer Freundin auf der Straße. Ihre Freundin gab ihr 20 Marka, das ist eine alte finnische Währung,
für eine Heimfahrt mit einem Taxi. Das sollte eigentlich ausreichen. Ihre Freundin vergewisserte sich auch, dass sie ihr Handy noch bei sich hatte, es funktionierte und genug Akku hatte. Sie vereinbarten, später in der Nacht noch einmal miteinander zu telefonieren. Ein Bekannter sah, wie Raisa über die Hemen Katu zurückging, wo sich das Casablanca befand. Dies ist die letzte sichere Beobachtung von ihr. Die Polizei konnte ihre Bewegungen bis 22.50 Uhr verfolgen. Danach scheint es nur noch Beobachtungen von Augenzeugen zu geben. Nach Angaben der Polizei sind die Bewegungen von Raisa nach 22.50 Uhr unsicher. Raisas Freundin hielt sich nicht lange in der Bar in Huitian auf und kehrte kurz nach Mitternacht mit ihren Begleitern nach Tampere zurück. Nach Mitternacht rief sie auf Raisas Mobiltelefon an und ließ es lange klingeln. Etwa 5 Minuten später versuchte sie erneut anzurufen, aber Raisa antwortete nicht. Danach hoffte sie, dass Raisa zurückrufen würde. Sie sagte, sie habe angenommen, dass Raisa mit dem Nachtbus nach Hause gefahren wäre, was an Wochenenden normal wäre. Am nächsten Morgen versuchte die Mutter von Raisa, ihre Tochter zu erreichen. Aber das Telefon war ausgeschaltet und der Anruf ging direkt auf die Mailbox. Als Raisa verschwand, trug sie einen schwarzen, kurzen Halbrock, ein rotes Schulteroberteil, ein schwarzes Samthemd mit kurzen Ärmeln, einen schwarzen Blazer und Sandaletten mit einem 10 cm Absatz. Das Mobiltelefon, das sie dabei hatte, war ein Nokia 2110i. Das Mobiltelefon sowie der falsche Personalausweis sind mit Raisa verschwunden. Die Polizei hat leider vergebens nach den Gegenständen gesucht. Im Jahr 2016 wurde dann ja bekannt gegeben, dass ihr Handy auch nach Mitternacht noch in Betrieb gewesen war. Aber nach 22.18 Uhr gingen weder Anrufe raus, noch wurden Anrufe angenommen. Es wurde nach 22.18 Uhr nicht mehr mit dem Mobiltelefon telefoniert. In der Nacht ihres Verschwindens betrug die Lufttemperatur plus 4 Grad. Aber das Wetter war regnerisch und windstill. Trotz des kühlen Wetters war diese Nacht beschäftigt. Zur gleichen Zeit fand in Tampere auch ein EU-Gipfel statt. Die Sicherheitsmaßnahmen waren verschärft worden und es waren Polizisten aus ganz Finnland im Einsatz. Anfangs wurde vermutet, dass Raisa in den Stromschnellen eines Flusses oder eines Sees von Tampere gelangte und dann ertrunken wäre. Raisa wurde mit Hilfe von Leichenspürhunden und Suchteams gesucht, zum Beispiel in Tamakoski und den Flüssen, in den großen und kleinen Seen und in Gräben in der Umgebung. Laut den Daten aus dem Jahr 2017 hatte die Polizei zuletzt im Jahr 2013 im See Nesijärvi nach Raisa gesucht. In den frühen 2000er Jahren wurde eine lange, blonde Haarsträhne mit der Angel eines Mannes gefangen, der am See Koljansela in Nesijärvi fischte. Laut der Frau des Fischers, die zufälligerweise Friseurin war, sahen die Haare wie Frauenhaare aus. Der Mann erschrak und warf die Haare wieder zurück ins Wasser. Erst später erinnerte er sich an das Verschwinden von Raisa und kontaktierte dann im Jahr 2009 das National Bureau of Investigation. Das Gebiet wurde von Tauchern abgesucht, doch es wurde nichts gefunden. Die Ermittlungen wurden dann im Frühling 2005 an das National Bureau of Investigation übergeben. Im Herbst 2005 erhielt die Polizei einen sehr interessanten Hinweis, wonach Raisa auf der Hemen Katu in einer schwarzen Limousine Typ Oldtimer eingestiegen war. Ob das jetzt eine Marke Oldtimer gewesen sein soll oder ob es allgemein ein Oldtimer sein soll, ist jetzt hier leider nicht genauer definiert, aber das war wohl auch eben hier wieder eine Übersetzung aus dem Finnischen
Und da kommt sowas dann schon mal ein bisschen unklar rüber. Also ich denke mal, dass es einfach ein Oldtimer gewesen ist, also kein aktuelles Modell. Laut der Polizei zufolge hätten mindestens zwei Personen Raisa dazu gezwungen einzusteigen. Der Autofahrer, Beifahrer oder Mitfahrer konnten nicht identifiziert und gefunden werden. Bis 2016 hatte die Polizei immer noch nicht ausgeschlossen, dass sie in dieses Auto stieg, aber die Ermittlungen führten zu nichts. Ein anderer Augenzeuge machte in der Nacht von Raisas Verschwinden auch eine Beobachtung. Ein Student, der zwischen 23 Uhr und Mitternacht Hosen auf der Straße verkauft hatte, berichtete, dass er ein Mädchen in der Nähe eines Bekleidungsgeschäftes namens Kap Al auf der Hemenkatu gesehen hatte. Dieses Mädchen soll wie Raisa ausgesehen haben. Nach Angaben des Studenten hatte das Mädchen mit 2 bis 4 Jugendlichen gesprochen. Die Polizei konnte diese Person nicht identifizieren und ebenfalls auch nicht ausfindig machen. Später sah derselbe Student dasselbe Mädchen noch einmal auf der Kuninkantu-Straße, als es nach Norden diese Straße hinunterging. Im Jahr 2005 berichtete dann ein Magazin, dass es neue Hinweise im Fall Raisa gebe. Die Hinweise standen im Zusammenhang mit Beobachtungen von Männern mit Migrationshintergrund. Die erste Beobachtung war ein goldfarbener Mercedes-Benz, der an der Kreuzung von Hemenkatu und Kuninkatu in der Nähe eines blonden Mädchens angehalten hatte. Laut einem Augenzeugen handelte es sich um fremdaussehende Männer. Anmerkung: In Finnland gilt braune Haut als fremdartig. Bitte nicht irgendwelche Kommentare in dieser Richtung. Wie schon gesagt, nehmen wir den Artikel jetzt einfach erst einmal so hin. Also diesbezüglich bitte nicht kommentieren, ob das die richtige Wortwahl ist oder nicht, und auch nicht kommentieren, ob ich in eine oder in eine andere Richtung denke. Ich halte mich hier einfach eben an einen Artikel zu einem vermissten Fall eines jungen Mädchens, der bis heute ungeklärt ist. Eine weitere Beobachtung fand in der Nähe einer Bar namens Vanha Posti statt, wo ein 30-jähriger Mann eine große blonde Frau zu einem Auto begleitet hatte. Im Auto befanden sich zwei weitere Männer mit dunkler Hautfarbe. Sie waren in das Fahrzeug eingestiegen, bei dem es sich möglicherweise um einen Citroën Visa handelte. Auch zu einem roten Ford Escort wurden Beobachtungen gemacht. Ein kleiner und schlanker ausländischer Mann hatte sich zwischen 22.45 Uhr und 1 Uhr morgens vor dem Kaufhaus Sokos mit einem Mädchen unterhalten. Das Sokos liegt ja direkt gegenüber der Bar von Casablanca. Im Jahr 2008 ging dann ein Mann mit der Information zur Polizei, dass er in der Nacht von Raisas Verschwinden mit einem Mädchen getanzt hatte, das wie Raisa aussah, und zwar in der Bar Seurahuone. Auch in Hutinen gibt es eine Bar mit dem gleichen Namen, wo ihre Freundin zu diesem Zeitpunkt war. Das Mädchen trug eine Jacke oder Blazer und High Heels und war im Vergleich zu den anderen Leuten dort doch noch sehr jung. Ihr wäre kalt gewesen. Später am Abend suchte der Mann nach ihr, konnte sie aber in der Bar nicht mehr finden. Im Jahr 2009 tauchen dann neue Zeugen auf. In der Nacht von Raisas Verschwinden kam ein Ehepaar aus dem Restaurant Kadet Kasovat und sah gegen 23.53 Uhr in der Kapakatu ein leicht bekleidetes junges Mädchen, das die Kanunkatu nach Norden mit schnellen Schritten hinunterging. Die Polizei hat Überwachungsaufnahmen des Paares gefunden und konnte so den genauen Zeitpunkt ermitteln. Der Augenzeugenbericht stimmte mit der Überwachung überein, die der Mann in Tampere Seruene gemacht hatte, obwohl es Widersprüche in der Beschreibung ihrer Kleidung gab. Im Jahr 2009 begann die Polizei mit der Untersuchung eines neuen Hinweises. Ein Augenzeuge in der Nacht des Verschwindens von Raisa sah nach 22 Uhr in der Bar Terenpeli in Tampere ein Mädchen, auf die Raisas Beschreibung passte. Die Frau hatte in der Bar auf der Tanzfläche getanzt. Auf der Tanzfläche wäre sie von einem großen, hochgewachsenen Mann mit dunklem afrikanischem Aussehen, möglicherweise einem Marokkaner, begleitet worden.
Dieser war etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Nach dem Tanz war die Frau an ihren Tisch zurückgekehrt. Es gab Streit und sie beschuldigte zwei Roma-Frauen für den Diebstahl ihrer Brieftasche und des Handys. Ein 40- bis 50-jähriger Roma-Mann sowie ein Türsteher kam zum Streit hinzu. Eine hitzige Diskussion entstand. Der Augenzeuge entdeckte erneut dieselbe Frau um 23 Uhr beim Überqueren von Hermenkatu, von wo sie aus sie ihren Weg entlang Kaupakatu in Richtung Keskustori fortgesetzt hatte. Die Frau habe kurze Kleidung getragen und etwas geschwankt. Im Jahr 2015 wandte sich ein Taxifahrer aus Tampere an die Polizei. Er erzählte, dass in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober 1999 eine junge Frau mitgenommen hatte, auf die die Beschreibung von Raisa passte und die vor Kälte zitterte. Sie war mit einem ausländisch aussehenden, möglicherweise einem Türken zusammen, der kleiner war als sie und dessen Alter schwer einzuschätzen war. Das Mädchen hatte auf dem Beifahrersitz des Taxis gesessen, während der Türke mit seinem Bekannten hinter dem Auto gesprochen hatte. Die junge Frau habe sichtlich verängstigt gewirkt und laut Taxifahrer Folgendes gesagt: »Was wird wohl mit mir geschehen heute Nacht?« Der Fahrer hatte sie beruhigt und angeboten, sie nach Hause zu fahren, aber das Mädchen hatte abgelehnt. Als der Türke zum Auto zurückkehrte, redeten sie nicht mehr darüber. Der Taxifahrer brachte die beiden auf Wunsch des Mannes zu einem Mehrfamilienhaus in der Multiyankatu 28, etwa 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Aussage des Taxifahrers ergab den Ermittlungen eine ganz neue Richtung. Die Polizei hält den Bericht und die Beobachtung des Fahrers für glaubwürdig und aussagekräftig. Die Ergebnisse des Taxifahrers wurden im Mai 2016 in der Tipman-Sendung von MTV3 berichtet. Innerhalb kurzer Zeit gingen bei der Polizei 15 bis 20 neue Hinweise ein. Im Juni 2016 kündigte die Polizei ihre Absicht an, das Gebiet von Multisilta zu durchsuchen. Sie vermuteten aufgrund von Hinweisen, dass Raisa dort getötet und Leiche versteckt worden war. Sie hatten eine Reihe von Fotos von Gräbern erhalten, die sich weniger als einen Kilometer von dem Bereich entfernt befanden, zu dem das Mädchen damals verängstigt mit dem Taxi gebracht worden war. Dieses Gebiet wurde mit Leichenspürhunden abgesucht. Die Polizei berichtete auch, dass sie die Bewegung von Personen mit Migrationshintergrund, die in der Mutiyankutu-Straße wohnten, untersucht habe. In der Hermenkatu 16 gab es damals eine Pizzeria. Der Besitzer und Angestellte wurde ausfindig gemacht. Diese Person mit türkischem Hintergrund lebte den Hinweisen zufolge im Jahr 1999 in der Multisilla. Die Polizei sprach mit Bewohnern in der Gegend, aber die Befragungen und Vernehmungen führten zu keinem Durchbruch. Die Polizei ermittelte auch zu Personen, die sich zu dem Zeitpunkt dort illegal aufgehalten haben könnten. Die Gräben in dieser Nacht wurden untersucht, aber es konnte nichts gefunden werden. Im Jahr 2018 gab die Polizei dann bekannt, dass sie bereits im Jahr 2009 einen Türken verdächtigt hatten, der potenzielle Mörder von Raisa zu sein. Damals gab es zwei Hinweise dazu. Ein anderer Zeuge sagte, er wäre durch die Stadt gefahren und er habe ein Mädchen und einen türkischen Mann gesehen, die an einer ihm bekannten Pizzeria an der Ecke von Tampere City, Sokos, standen. Ein anderer Zeuge sagte aus, dass er gesehen habe, wie ein Mädchen, das wie Raisa aussah, mit einem türkischstämmigen Mann in der Hermenkatu 16 spazieren ging. Die Polizei fand diesen Mann und verhörte ihn, aber er bestritt, Kontakt zur Raisa gehabt zu haben. Im Jahr 2018 wurde der Mann jedoch nicht vollständig von der Liste der möglichen Verdächtigen gestrichen. Die Polizei führte von April bis Mai 2018 Durchsuchungen in der Wasserscheide von Multisilla durch. Sie wurden in einem Umkreis von etwa 2 bis 3 Kilometern um den mutmaßlichen Ort des Verschwindens von Raisa auf der Multiyankatu durchgeführt. Neben den vorher eingegangenen Beobachtungen des Taxifahrers
basierte die Suche auf einer 2016 von der Polizei gemachten Untersuchung, dass sich ein Auto zum Zeitpunkt des Verschwindens von Raisa an diesem Ort in der Mutisilla in der Nähe des Wassers bewegt hatte. Die Suche brachte jedoch keine Ergebnisse. Im Jahr 2016 berichtete die Polizei, dass in der Nacht von Raisas Verschwinden ein Bewohner des Bezirks Amoncalio, der wach gewesen war und das Formel-1-Rennen angeschaut hatte, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens zwei laute Schreie von draußen gehört hatte. Auch andere Beobachtungen von Augenzeugen wiesen auf die Möglichkeit hin, dass Raisa durch das Viertel Amoncalio gelaufen sein könnte. Mehrere Augenzeugen haben berichtet, jemanden gesehen zu haben, auf den ihre Beschreibung passt, die mit einer anderen Frau spazieren ging. Im Herbst 2016 hoffte der Großvater von Raisa, dass die Polizei die Ermittlungen zum Verschwinden seiner Enkelin einstellen würde. Ihm zufolge würde das Ganze alte Wunden aufreißen und die betroffenen Menschen würden immer wieder zu sehr in diesen Taumel der Trauer hineingezogen werden. Die Belastung dadurch seien sehr hoch und es könne kein Abschluss gefunden werden. Im Jahr 2017 berichteten die Ermittler, dass sie im Jahr 2006 das Telefon eines Arztes abgehört hatten, der im Universitätskrankenhaus von Tampere arbeitete. Der 30-jährige Arzt hatte im Oktober 2000 begonnen, mit einer Frau auszugehen. Im April 2001 war die Frau sehr besorgt, weil er ihr gesagt hatte, dass er wissen würde, was mit der 16-jährigen vermissten Raisa passiert sei und dass Raisa nie gefunden werden könnte. Ihm zufolge würde niemand glauben, dass eine Person wie er an dem Verschwinden beteiligt war. Die Frau glaubte, dass der Arzt Raisa getötet hatte und sie äußerte ihre Besorgnis gegenüber der Polizei. Ihr zufolge war der Arzt auch sexuell wahnsinnig von Gewalt angezogen. Die Geschichte der Frau wurde durch die Tatsache unterstützt, dass der Arzt im Viertel Amoncalio lebte, durch das Raisa möglicherweise gelaufen war, angeheizt. Zudem besuchte der Arzt laut seiner Kreditkartendaten in der Nacht ihres Verschwindens eine Bar in Amoncalio. Die Theorie war, dass Raisa den Arzt in der Bar getroffen hatte und mit ihm in seine Wohnung gegangen war. Das Telefon des Arztes wurde einen Monat lang abgehört und seine Anrufe wurden von Januar bis November 2006 überwacht. Er wurde nie verhört und später für nicht mehr verdächtig erklärt. Er wechselte den Job, zog von Tampere weg und ist inzwischen verstorben. Im März 2017 wurde dann von Hinweisen berichtet, wonach ein Mann aus Tampere im Jahr 2013 gestanden hatte, Raisa erschossen zu haben, um ihre Leiche auf seinem eigenen Land in Pelkene begraben zu haben. Die Angelegenheit wurde im Crime Scene, Programm von MTV3, also scheint sowas ähnliches wie Anzeigen Y oder so zu sein, berichtet. Dem Hinweis zufolge soll der Mann aus Tampere kurz vor seinem Tod dem Besitzer einer Kneipe im Zentrum der Stadt die Tat gestanden haben. Dieser Kneipenbesitzer wiederum teilte dies einem dritten Mann im Herbst 2013 mit. Der Kneipenbesitzer starb 2014. Der dritte Mann ging zur Polizei und erzählte ihnen von den Geständnis eines Mannes und dem Kneipenbesitzer. Die Polizei ging dem Hinweis danach. Die Polizei sagte, dass sie den Hinweis sehr ernst genommen haben, jedoch betrachteten sie den Wahrheitsgehalt der Geschichte als unwahr. Sowohl der Mann, der das Geständnis abgelegt hatte, als auch der Kneipenbesitzer, der es gehört und weitergezählt hatte, sind mittlerweile verstorben. Die Polizei sprach mit den Verwandten des Mannes, die der Meinung waren, dass das Geständnis nicht wahr wäre. Im Frühjahr 2017 plante die Polizei mit Hilfe von Leichenspürhunden nach möglichen Grabstätten in der Gegend von Pelkane zu suchen, wo der Mann behauptet hatte, Raisa erschossen zu haben. Dort soll er ja Land und Immobilien besessen haben.
Die Polizei untersuchte schließlich das Gebiet im Herbst 2017. Es wurde jedoch nichts gefunden und gleichzeitig wurden die Untersuchungen der Erschießung von Pelkane eingestellt. Der Leiter der Ermittlungen der zentralen Kriminalpolizei sagte bereits vor der Durchsuchung, dass dieses Geständnis als sehr unwahrscheinlich eingestuft wurde. Aber die Hinweise wurden trotzdem überprüft. Zu dem Tathergang gibt es folgende Theorien. Und zwar einmal, hat Raisa vielleicht freiwillig ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen? Manche Leute glauben an die Möglichkeit, dass Raisa von zu Hause weggelaufen sein könnte, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Schließlich wurde bis dato keine Leiche gefunden und es wurde kein Mörder identifiziert. Eine andere Theorie geht von einem Unfall aus. Ja, dass sie einen Unfall hatte und dabei dann eben verstarb. Und die Umstände von ihrem Verschwinden her stellen auch tatsächlich diese Möglichkeit nicht aus. Diese Mystik des Vorfalls soll durch die Tatsache verdeutlicht werden, dass die Polizei noch nicht einmal sicher ist, ob es sich bei diesem vermissten Fall tatsächlich um ein Verbrechen handelt. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, war es tatsächlich ein Verbrechen? Im November 2017 wurden die Ermittlungen im Fall Raisa nicht mehr als Vermisstenfall, sondern als Tötungsdelikt aufgeführt. Im September 2019 wurden die Ermittlungen nicht mehr als Tötungsdelikt, sondern als Mord geführt. Zudem wurde der Vermisstenfall Raisa offiziell als Mord eingestuft, kurz bevor das Recht auf strafrechtliche Verfolgung von Mord auslief und verjährte. Das Recht auf strafrechtliche Verfolgung von Mord verjährt nie. Laut den Ermittlern bezieht sich die Mordermittlung hauptsächlich auf die ungewöhnlichen Umstände vom Verschwinden von Raisa. Es gibt laut den Ermittlern nichts im Hintergrund von Raisa, das ihr spurloses Verschwinden erklären könnte. Die Umstände sind außergewöhnlich und sehr bedenklich. Wenn ein junger Mensch wie die 16-jährige Raisa einfach spurlos aus der Innenstadt von Tampere verschwindet. Tja, was soll man jetzt von diesem Fall halten? Also erstmal geht natürlich immer so ein bisschen durch die Übersetzung vom Finnischen ins Deutsche vom Inhalt verloren. Aber ich denke mal, insgesamt konnte ich alles soweit darstellen, worum es ging. Was könnte da passiert sein? Also, dass sie jetzt selber abgehauen ist, glaube ich jetzt auch nicht wirklich. Sie war mit ihrer Freundin unterwegs, wollte ein bisschen Spaß haben, hatte sie auch dementsprechend angezogen, hatte wenig Geld dabei und auch keine großartigen persönlichen Gegenstände. Und ihre Freundin musste ja sogar noch Geld fürs Taxi geben und vielleicht war sie auch sogar ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, unselbstständig, wenn ihre oder etwas zu sehr angetrunken, wenn ihre Freundin sogar noch checken musste, ob ihr Handy noch genügend Akku hatte, dass sie damit telefonieren konnte. Ja, das ist ja schon fast ein Bemuttern, was ich übrigens sehr gut finde. Ne? Aber da glaube ich nicht, dass sie freiwillig abgehauen ist. Das macht keinen Sinn. Ebenso gab es ja wohl auch keinen Streit in der Familie mit ihrem Freund oder im Freundeskreis, keine Liebeskrisen oder sonst irgendetwas. Ja? Also macht keinen Sinn, dass sie freiwillig gegangen ist. Die zweite Theorie, ja, das mit dem Unfall ist immer so eine Geschichte. Also wird gerne auch immer eben genommen, wenn ja keine Leiche gefunden werden kann, wenn es keinen Verdächtigen gibt oder wie auch immer, dann wird gerne mal gesagt, okay, vielleicht hat sie einen Unfall gehabt und ist dabei gestorben und dann geht ja immer halt so, ja, der Täter hat vielleicht oder der Autofahrer hatte vielleicht etwas zu viel getrunken oder er hatte keinen Führerschein und hat dann einfach eben die Leiche entsorgt. Gut, ich sag's mal so, der wird sie da nicht sorgfältiger entsorgen, als irgendjemand, der jemanden bewusst getötet hat. Also von daher sollte man dementsprechend die sterblichen Überreste genauso schnell finden können. Was mich in dem Fall in Anführungsstrichen besonders nervt, ist einfach die vielen, vielen Zeugen, die irgendetwas gesehen haben wollen und etwas gehört haben wollen. Und die Polizei ermittelt und ermittelt, aber kommt da irgendwo nicht weiter.
Besonders prägnant finde ich dann auch diese Geschichte mit der Haarsträhne. So, ein Angler fängt eine Haarsträhne. Also, ich sag mal so, die hätte. Ja, seine Frau ist Friseuse, sieht, dass das Haare von einem Mädchen sind. Er erschreckt sich und schmeißt sie wieder ins Wasser. Und erst Jahre später gibt man diese Information dann zur Polizei und dann wird dieser Teich oder See untersucht und dann kann man nichts mehr finden. Also es sind dann so viele Leute, wollen sie da irgendwo gesehen haben, mal mit einem Marokkaner, mal mit einer Roma-Familie, mal mit einem Türken. Also es ist halt insgesamt ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mir mal, dass die Polizei nie den richtigen Ansatz gefunden hat, in welche Richtung sie dementsprechend ermitteln soll. Auch da könnte vielleicht wieder diese Problematik mit den Zeugen da sein. Weil so viele Leute wollen sie gesehen haben. Zwar insgesamt alle in diesem Bereich der Lokalität oder in diesem Stadtbereich, aber es wirkt auf mich einfach sehr verwirrend. Und dann halt eben auch derjenige, der sagt, ja, aus einem Turmbett, ich habe sie getötet. Das sagte einem Bekannten. So, der Bekannte stirbt dann auch irgendwann, sagt es dann aus seinem Bekannten. Und der Bekannte geht dann zur Polizei und sagt, der hat mir erzählt, dass derjenige vor seinem Tod mir erzählt hat, dass er die getötet hat. Wo ist der andere jetzt? Ach ja, der ist auch tot. Also es sind alles sehr, sehr verwirrende Zeugenaussagen. Also ich befürchte auch mal fast, dass sich dieser Fall nicht klären lässt. Dann auch die Sache mit dem Arzt. Die Lebensgefährtin, Freundin oder wie auch immer sagt, dass er schon sehr zu Gewalt neigt. Er wird abgehört. Wird dann aber nie richtig vernommen. Obwohl er auch am Abend des Verschwindens dort in der Nähe war. Also auch alles wieder sehr komisch. Irgendwie so ein bisschen auch verworren wie der andere finnische Fall. Am Wochenende gibt es ja nochmal einen finnischen Fall. Und zwar das, was ich ja gesagt habe. Ich habe den nur noch grob im Kopf. Ich muss mal schauen, ob der auch so verwirrend ist. Gut, das soll jetzt auf jeden Fall erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Zu dem Fall. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Das war nicht zu verwirrend. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Hören, je nachdem, wie ihr den Content konsumiert. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und tschüss.